Ja, Alex, was ist momentan nach dem Schlusspfiff größer? Die Enttäuschung über das 1:1 gegen Bielefeld oder vielleicht auch die Freude, dass es überhaupt dazu gekommen ist am Ende? Gut, ich glaube, wir sind professionell genug, um beides richtig abzuwägen. Das heißt, sicherlich froh, noch einen Punkt geholt zu haben. Aber danach kam sicherlich die Enttäuschung in der Kabine über wiederum zwei verpasste Punkte. Wie groß ist denn deine persönliche Erleichterung, dass es endlich auch zum Tor im Signal Iduna Park für dich gereicht hat? Ja, gut, wenigstens sieht man, dass die Schweizer Elfmeter schießen können. Alles allem 1:1 gegen Bielefeld wirkt vom Ergebnis her ein bisschen enttäuschend, aber ich denke, vor allem auf der ersten Halbzeit kann man aufbauen, in der sich Borussia Dortmund doch einige gute Chancen herausgespielt hat, aber es ist verpasst, Tore zu schießen. Gut, nimmt man das Spiel gegen Bochum, dann ist das heute wie Tag und Nacht. Wir haben spielerisch haben wir uns gesteigert. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Der ist nicht perfekt, aber einem guten Weg. Da müssen noch ein paar Steine weggeräumt werden, aber auf einem guten Weg. Jetzt haben wir die Chance, Dienstag gegen Aachen vieles wieder gut zu machen und vor allem vielleicht die zwei verlorenen Punkte heute Abend dann Dienstag zurückzuholen. Borussia Dortmund ist jetzt seit 5 Spielen ungeschlagen, aber es gab nur einen Sieg, das 1:0 gegen den Hamburger Sportverein. Jetzt 3 Punkte gegen Aachen und man ist wirklich wieder oben dran. In unserer Situation muss man von Spiel zu Spiel schauen. Wie ich gesagt habe, wir haben heute es verpasst, 3 Punkte zu holen. Aber wir müssen sicherlich das morgen noch analysieren, wieso, warum. Und ab morgen Abend ist fertig, da müssen wir vorwärts schauen, wir müssen positiv denken und wir haben gegen Aachen die Möglichkeit, sicherlich wieder einen Schritt nach vorne zu machen.